Hallo leidenschaftliche Fans des FC Schalke 04, kommen wir zu den wichtigsten Nachrichten von S04, aber zuerst bitte ich alle, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen und Benachrichtigungen einzuschalten, damit Sie keine Neuigkeiten aus unserem Kanal verpassen. Leidenszeit vorbei, S04, Leihgabe feiert überraschendes Comeback und die Fast-Sensation, eine Leihgabe des FC Schalke 04 stand eigentlich schon auf dem Abstellgleis, feierte jetzt überraschenderweise sein Comeback. Er stand eigentlich schon vor dem Aus, nachdem ihn der FC Schalke 04 erneut verliehen hatte. Die Rede ist von Dries Wouters. Die Leihe des Belgiers wäre im vergangenen Winter beinahe abgebrochen. Doch ein Deal mit einem anderen Club platzte auf der Zielgeraden. Für die Leihgabe war das eine ganz bittere Nachricht. Rund drei Wochen später feierte Wouters jetzt überraschend sein Comeback nach mehreren Monaten. Der FC Schalke 04 wird die Entwicklung ganz genau beobachten, lange Leidenszeit vorbei, im Sommer 2021 verpflichtete ihn der FC Schalke 04 für die zweite Bundesliga und wurde schon im darauf folgenden Winter an den KV Mechelen verliehen. Doch der Deal verlief nicht wie erhofft, weshalb Dries Wouters für die komplette Saison 2022-23 beim belgischen Erstligisten bleiben sollte, doch die Leihe wurde zu einem Desaster. Der S04-Flop wanderte zwischen Bank und Tribüne, absolvierte lediglich 5 Partien, eine einzige über die volle Distanz. Das letzte Mal, als er auf dem Platz stand, war am 28. Oktober 2022 bei der 1:3 Niederlage gegen seinen Heimatclub KRC Genk, beinahe wäre die Leihe abgebrochen worden. Echeln war mit dem Abbruch der Leihe einverstanden, bei Wouters, Heimatclub KRC Genk, sollte er in der U23 zur Spielpraxis kommen. Doch daraus wurde nichts. Als die Transferfrist verstrich, war der 26-Jährige noch immer in Mechelen. Es drohte die Katastrophe. Doch drei Wochen später feierte Wouters überraschenderweise sein Comeback und das gegen den KRC Genk. Wouters feiert Comeback und fast Sensation. Im Ligaspiel gegen den Tabellenführer der belgischen Jupiler Pro League stand Wouters nach mehr als 4 Monaten erstmals wieder auf dem Platz und direkt auch in der Startelf. Die Leihgabe des FC Schalke 04 hätte gegen seinen Heimatclub sogar fast die Sensation geschafft. Erst in der 94. Minute kassierte der abstiegsbedrohte Mechelen den 2:2 Ausgleich, dennoch ist Wouters froh über sein Comeback, bei dem er ein ordentliches Spiel ablieferte. IAI-Fan, was haltet ihr von den Neuigkeiten? Kommentiere hier, hinterlasse ein Like, abonniere den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was beim FC Schalke 04 passiert.